Ein Täubchen unterm Bäumchen dreht Däumchen, fällt's Pfläumchen. Ein Träumchen, das Pfläumchen zwischen Däumchen unterm Bäumchen, denkst Däumchen. Das ich könnte noch ein paar Kalorien verbrauchen. Man sieht's, es fehlt ein bisschen vom Loch. Ich glaube, ich muss weg. Ich finde es nicht wunderbar, der Schabe. Also unsere Leute sind teilweise schon früher in der DDR, haben schon geschrieben. Ganz unbeleckte Autodidakten, kann man sagen, wie ich. Ich habe erst gemalt und habe dann gemerkt, dass ich auch mit Worten malen kann. Und so sind dann ganz viele, die sich ausdrücken wollen. Die Jüngste ist 59, das bin ich. Ja, und der Älteste ist 85. Im Juli ist die Karschenzeit. Jeder hält sich da bereit, die süßen Früchte zu erhaschen, damit man sie kann gern vernaschen. So denkt auch unser Max der Kleine und macht sich sofort auf die Beine, er will sich Sauerkaschen hule vom Garten hingen bei der Schule. Doch Menschenskinder auf den Baum komm ich der Max doch gar nicht nun. Er rennt schnell heim, er ist nicht doof, wir haben auf unserem Bauernhof eine Letter, die kann ich jetzt gebrauchen, die tun wir nur in Baum neu stauchen. Ich kletter nun dann Stück für Stück und kann die süßen Kaschen flicken. Doch keine Letter ist zu finden, vorne nicht und auch nicht hinten. Ich weiß doch, dass wir eine hütten, sie lädt wohl auf dem Everputten. Die muss der Opa Runger hule und in den Garten bringen bei der Schule. Ein Emmer ich noch brauche nun, um die Kaschen neu zu tun. Und dass beim Flicken nicht geschieht, Opa ohne an der Letter steht. Endlich ist der Emmer voll. Nun ziehen wir heim, das ist ja toll. Ich hab mich ganz schön vollgefressen und den Emmer kann die daheim essen. Sie hat mich wirklich sehr gefreut im Juli, diese Kirschenzeit. Also so ähnlich sprechen wir dort in den Ort. Und zwar liegt das hier zwischen Eisenberg, Gera, Altenburg, so genau das Grenzgebiet. Und ich habe da eine Freude dran, dass ich das hinkriege, dass es sich reimt. Obwohl ich jetzt hier mitkriege, dass man da, wenn man was reimt, auch ein bisschen mit achten müssen auf die Silben und so. Ja. Also ich habe da noch einiges dazu gelernt. Ist ja nur einmal im Monat. Wiederum ist es auch gut so, weil man braucht ja Zeit, um was zu arbeiten. Die Hauptsache ist eigentlich das Lesen, das Vorstellen der Arbeiten. Und dann bewerten wir. Aber es ist eben auch noch Theorie, was heute nicht ist. Heute ist eigentlich wirklich das Lesen angesagt, weil wir ein Heft produzieren wollen. Also alle Vierteljahre ein kleines Heft und dieses dann zusammenfassen zu einem Buch, was wir hier schon mal haben. Stein auf Stein gebaut ist mein Haus, so wie mein Leben. Es ist nicht zu erschüttern, dachte ich. Und dann? Beben, Stürme, Verschiebungen, falsch geplant, entstauben, entrümpeln, Neues erleben, Steine wieder aufgebaut, im Haus sowie im Leben. Rot, Gelb, Grün, Schwarz ist keine Farbe, ich bin schlau, ich wähle Blau.